Kampfjet oder Trainerjet mitfliegen darf. Ja, und gelandet gerade Lucien Gérard mit seiner Jetco XL als Ersatzmaschine. Leider für diese tolle Bronco. Vielleicht kriegen wir es aber noch an Gang. Wir arbeiten dran. Nur die Technik, wenn die nicht in Ordnung ist, darf man natürlich auch nicht fliegen. So viel Verantwortung hat hier auch jeder Modellpilot. Ja, ein richtiger Koffer. Von rechts kommen. Schauen Sie sich diesen Messerflug an. Ein super Applaus für unsere Italiener. Jawohl. Es muss kurz starten und landen können. Das muss unheimlich schnell fliegen können und wahnsinnig eng manövrieren können. Und ja, das sehen wir. Manövrierfähig ist die Maschine. Stabil fliegt sie auch. Und ja, wieso ist jetzt das Ganze nicht in Serie gegangen? Die Russen haben so ein Ding gebaut, nämlich die Sukhoi 47. Die Amis haben die X-29 gehabt und keines der beiden Flugzeuge ist in Serieproduktion gegangen. Parkflächen und zumindest Designstudien. Und man hat sich also von den vorgepfeilten Tragflügeln in Verbindung. Da konnte dann also eine Trage unten mehr oder weniger kniender Arzt noch mit eingeladen werden, um den eventuell Verunglückten eben mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus zu transportieren. Ja, zwei weitere Highlights werden gerade eben vorbereitet zum Start hier. Wir haben den Bernd Pötting auf der Flightline. Der macht sich gerade fertig mit einer Augusta Westland AW109. Und dann haben wir ein weiteres Highlight aus der Schmiede der russischen Flugzeugbauer. Red Arrow, Matt und Steve Bischoff. Ladies and gentlemen, we present the Reds Duo.
Charakteristisch, er versucht also, man hat es original versucht, wirklich wenig Angriffsfläche eben für die Radarenergie zu bieten. Und das hat eben zu der absolut außergewöhnlichen Form geführt. Im Original absolut unspielbar ohne Computer. Da hat Aviation Design wirklich große Würde gelandet. Die Maschine hier fliegt sehr, sehr gut und eigenstabil. Und ladies and gentlemen, we have the so-called Stealth Fighter, the F-117 on display now with Aviation Design. And this aircraft is just something very, very special. It was the first stealth, really successful stealth aircraft in the world. It was a very, very good secret. Gestern. Ja.